Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Trading Update und mehr Multiplayer. Tja, also es war früher schon nicht ganz einfach, mit einem Stamm und einer Location oder zwei. It's very hungry. Okay, wo bist du? Hier. Ja. Und hier mit mehreren Standorten wird es natürlich nochmal besonders interessant. Fetching Rotten Manure for Composting. Und du for Crafting. Okay. Und da ist schon unser Schlitten unterwegs. Okay. Bist du schon? Ja, da ist schon unser Schlitten mit dem Brot. Da haben wir 73 Fladenbrot. Haben wir da am Laufen. Und ich denke, der wird in Time noch da sein. Also hier haben wir noch genügend Beetroots. Da habt ihr also noch ein bisschen was zu essen. Du bist verletzt. Ja, die sollten wir vielleicht dann auch zurück ins Hauptlager mal schicken. Was ist hier? Composting Manure. Okay, das sind jetzt die Dinger ziehen durch. Die ziehen durch. Das lassen wir also da. So, ihr sammelt jetzt hier das da. Okay. Wir könnten auch noch mal hier Orangen ernten, sehe ich gerade. Und wir könnten das priorisieren. Damit möglichst schnell. Ja. So, und du bist unterwegs, um das Mammut zu zerlegen. So, damit haben wir jetzt hoffentlich die Hungersnot abgewendet. Jetzt müssen wir bloß noch ein bisschen darauf achten, dass hier diese Mammuts durchziehen. Ja, da hätte ich jetzt ganz gerne mehr Jäger. Wir haben hier wie viel Speere? 28. Das heißt, neun Speere für jeden im Durchschnitt. Naja, wir lassen es nochmal dabei. So, du bist ein Pessimist, deswegen bist du ein bisschen gedämpft. Und ihr seid jetzt beschäftigt mit Orangen holen. Und da kommt aber auch unser Schlitten mit Brot. Dann sollten wir eigentlich demnächst wieder Brot haben. An die Orangen hier habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber das ist ja okay. Hier haben wir auch noch Orangenbäume. Das ist der Vorteil von diesem Lager. Dass das wirklich, dass da wirklich so viele Sachen nebenbei. Und ich muss tatsächlich überlegen, wenn wir jetzt hier drüben nochmal ein Lager aufbauen, dass wir da tatsächlich dann einfach was irgendwo hier an der Stelle, hier würde ich nochmal irgendwo ein Lager bauen. Das ist so auf halbem Weg, denke ich, dahin. Dann würde ich da tatsächlich Bananen und Orangenbäume hinbauen. Wir haben ja da drüben die Orangen, die können wir da rüber transportieren und dann hier anbauen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Gut, jetzt holen die erstmal noch hier das Mammutfleisch, transportieren es hier hin und dann geht es weiter ins normale Lager. Genau. Und hier haben wir so viele Steine. Storage, Mammut und da haben wir die Spears, dass ich hier tatsächlich nochmal ein Ding mache und sage,
Wir machen hier noch Large Rocks. Large Rocks. Und wir schauen mal, wie viele das hier sind. Und das ist eine ganze Menge, 21. Und hier haben wir noch Limestone Rocks. Und die können wir auch noch speichern. Weil ich glaube, wir können hier die Steine auf jeden Fall brauchen. Und dann müssen wir hier natürlich noch eine Route einrichten. Send Items. Und wo wollen wir die hinsenden? Wir wollen die hier hinschicken. Hier haben wir schon irgendwo Large Rocks, denke ich. Ja, hier. Dahin wollen wir sie. So, und die Mammuts, ja, die lassen wir jetzt durchziehen, weil das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen vermessen mit 2, 3 Jägern und ein paar Speeren, hier tatsächlich die Mammuts bejagen zu wollen. Wir schauen, ob die durchziehen und verschwinden oder ob sie wieder zurückkommen oder eins zurückkommt. Und falls, können wir immer noch jagen. Aber hier, gut, Stone Knife. Wieso hast du kein Stone Knife? Haben wir hier keine Stone Knives mehr? Ah, okay. Dann müssen wir uns welche bauen. Ich würde sagen, wir bauen uns mal 4. So. Gut, wir haben jetzt hier Brot. Wir haben hier 19 Orangen. Wieso habt ihr die Orangen jetzt da drauf gepackt? Oder sind die eh nicht am Schlitten? Nein, die sind nicht am Schlitten. Accept all. Accept none. Wir sperren das mal. Wir machen mal die Route aus. Und wir sagen mal, schiebt das Ding bitte wieder hier rüber. Damit es aus der Schusslinie ist. So, und wenn die Mammuts jetzt noch ein Stück weiter weg sind und wir hier tatsächlich, das liegt ungefähr auf, ich würde mal sagen, naja, nicht in der Mitte, aber ziemlich Ding. Also ich würde das hier wegen der Bäume schon ganz gut ausbauen als Stützpunkt. Tatsächlich als Stützpunkt ausbauen. Ja. Die Frage ist, wie schaut es hier mit Heu aus? Heu haben wir. Und wir haben auch noch ein paar Äste. Wir haben sogar einen Stamm hier. Okay, Baumstamm. Okay, das heißt, so, du. Sind da Spears? Nee, da sind keine Spears drauf. Oder? Sind da doch Spears drauf? Seh nix. Accept none. Mach's mal leer. Falls da was drauf ist. Schaut so aus, als würde da noch was liegen, ne? Oder ist das, was drunter liegt? Ja, da liegt ein Stone Knife. Habe ich jetzt die Spears hier irgendwie? So, jetzt ist es weg. Okay. So, und jetzt können wir den Schlitten auch wieder parken. Den parken wir hier. So. Gut, die Mammuts sind durch. Die Mammuts sind durch. Hier haben wir noch einen Schlitten. Warum die immer das zuerst auf den Schlitten packen, ist mir ein Rätsel. Ja, weil sie sonst nichts haben hier. Ja, okay. Send Items. Und wir bringen es erstmal hier hin. Dann machen wir hier halt einen Schlittenbahnhof. Da sind eh schon alle Schlitten.
So, die Mammuts sind jetzt durch. Ich denke, die können wir langsam erstmal ignorieren. Jetzt haben wir hier noch die Steine und das hier. Das muss noch abgearbeitet werden. Oh, hier haben wir, was haben wir denn hier? Zinn. Okay. Okay. Das sollten wir auch einsammeln. Select. Das sollten wir auch einsammeln. Und natürlich brauchen wir hier auch ein Lager. Hier wollen wir Zinn, Tin, 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 Tinor. So, und dann wollen wir hier natürlich eine Send Items. Und das wollen wir gleich hier hin haben. Haben wir hier noch was frei? Da ist nichts mehr, da ist noch was frei, dahin und da wollen wir nur Zinn haben. Tinor. Okay. Genau, du kriegst es. Alles klar. So, und wenn hier unser Lagerfeuer dann bald mal brennt. Light. Okay. Haben wir noch Stangen? 14, das ist natürlich nicht jetzt so viel. Dann können wir uns da noch ein paar holen. Select Stangen. So. Okay. Ja, die holen jetzt erstmal die ganzen Steine. Das ist jetzt ein bisschen viel Arbeit hier, das verstehe ich schon. Aber das macht jetzt ehrlich gesagt auch Sinn. Jetzt haben wir hier noch das Zinn. Und den Rest wäre wahrscheinlich jetzt effizienter. Wir würden das mit dem Schlitten fahren. Ehrlich gesagt. Okay, Send Items. Wir löschen das mal. Wir löschen das. Und wir löschen das. Und ups. Und Send Items, wir löschen. Irgendwie bin ich ein bisschen konzentriert. Wir löschen die Routen hier. So, jetzt haben wir hier keine Routen mehr drauf, denke ich. Ja. Ja, ein Babygirl. Super. Okay. Da ist auch nichts mehr. So, jetzt sammeln die erstmal ein und dann können wir das mit dem Schlitten fahren. Das macht deutlich mehr Sinn, als jetzt da die ganzen Sapiens hin und her zu schicken. So, hier, das ist jetzt zerlegt und das wird geholt. Das ist super. Was haben wir denn hier? Hier haben wir nochmal Zinn, oder? Nee, Kupfer. Ha. Ja gut, das lassen wir jetzt im Moment mal. Wir haben jetzt so viel zu tun. Wir haben jetzt echt viel zu tun mit den paar Hanseln hier. Das lassen wir erstmal. Move. Der sollte hier rüber gemoved werden, ja. Du bist leer. Okay. Accept none. So, die Mammuts sind weg und so wie es ausschaut, bleiben die weg. Und hier ist bald alles aufgearbeitet und dann können die den Rest hier drüben holen und eintüten. Und das ist auch super. Und oh, ja, nochmal ein Baby. Super. Und jetzt haben wir hier nochmal das da. Da können wir ernten. Das machen wir, falls da jemand Hunger hat. Falls da jemand Hunger hat von euch. Und dann haben wir hier Faustkeile und wir haben hier 9 plus die 2, die wir jetzt. Das heißt, wir können nochmal 12 pflanzen. Sagen wir 15 pflanzen. Okay. 2, 4, 6, 7. Irgendwie hat das nicht ganz hingehauen.
8, 9, 10, 11, 12. So. Das macht Sinn, weil die Beetroots sind hier die einzigen Sachen, die wir tatsächlich zur Verfügung haben. Und wir sollten mal die hier noch, haben wir noch einen Lagerplatz frei? Nein, haben wir nicht. Aber das ist nicht das Problem. Wir bauen kurz welche. Einmal, zweimal. Und wir wollen die hier storen. Und wir wollen die Knochen auch storen. Weil dann können wir uns da Messer draus machen. Aus zwei können wir Bone Knives machen. Zwei Craft. 10 Portionen abbauen. Ja, Baby Girl. Es wird hier jede Menge während hier geboren. Ich muss mal schauen, wie viel sind wir denn jetzt überhaupt? Die sind total 64. Tja, also man sieht hier, wir steigen. Da hat man irgendwann mal ein absolutes Tief hier mit dem Ding. Und da sehen wir auch, dass das gleich hier eingebrochen ist. So, und Elder Population. Und wie schaut es mit unserer Child? 8. Und 2 sind noch schwanger. Okay. Ja, also wir sind noch halbwegs im Gleichgewicht. Halbwegs im Gleichgewicht. So, wir brauchen hier vielleicht nochmal ein paar Large Rocks oder Small Rocks. Das sind Echinacea, die nutzen uns jetzt da gerade mal nix. Da haben wir noch, ich denke, wir brauchen noch Steine. Dann holen wir uns die noch. Hier haben wir auch noch mal welche. Aber das ist schon ein ganzes Stück weg. Die merken wir uns mal. Hier drüben haben wir auch noch ein bisschen was. Hier haben wir Small Rocks. Die könnten wir uns auch noch holen, aber okay. Damit das jetzt erstmal bleibt. Und jetzt schauen wir mal im Hauptlager, wie hier der Stand der Dinge eigentlich ist. Das ist alles angebaut. Okay, der Wald ist wieder gepflanzt. Hier haben wir wieder mal nicht gemulcht. Das Ding muss man immer zweimal mulchen irgendwie. Das muss man immer zweimal düngen. Habe ich so das Gefühl. Was ist hier? Zwei Marigold und ein Poppy Flower. Dann machen wir doch nochmal Musik. Was fehlt dir denn hier? Turmeric Root. Ja, dann holen wir dir nochmal ein Turmeric. Und was produzierst du da eigentlich? Turmeric, das ist Injury. Da geht das eine Poppy und die eine Marigold und das Ding, dann haben wir noch eine Marigold über. Dann machen wir doch noch eine zweite Injury. So, dann brauchen wir nochmal eine Marigold. Und ne, wir haben zwei Marigold. Ja, zu spät. Eine Turmeric und eine Poppy. So. Haben wir dann noch unsere Route drauf? Ne, haben wir nicht. Woran scheitert es dann hier? Was ist hier das Problem? Ah, der zählt alle. Der zählt nearby. Das ist natürlich nicht so gut, wenn der da alle zählt. Oder haben wir die, hat er die noch irgendwo anders gespeichert? Nee. Der zählt die oben mit.
So, crafte hier mal. Crafte mal 250. Machen wir es mal auf die Art. Er hat eh nur noch 39 Wheat. So. Machen wir noch ein bisschen Musik. Und hier auch ein bisschen Musik. Und dann sollten wir hier mal 12 Raw. Die sollte man natürlich braten. 12. So, und hier oben ist hoffentlich jetzt alles weggeräumt, ansonsten wäre es eh schon weg und verloren. So, die Frage, Stangen. Wir brauchen hier Stangen. Das heißt, wir machen hier mal den ganzen Rest. Stangen. Ah, das sind jetzt eh alle, hä? Möglicherweise. So. Gut. Unser Holzlager ist ziemlich voll. Unser Bretterlager ist... Naja, es geht so. Wir könnten also da mal ein paar Bretter machen. Splitlocks. Mach mal 100. Und mach hier mal 100. So. Wie schaut es mit Medizin aus? 7 Virus. Ein Injury. Dann würde ich sagen, wir bauen hier nochmal 5 Injury. Wir brauchen Poppy, Marigold und Turmeric. Poppy, Marigold und Turmeric. Poppy, Marigold. 2, 3, 4, weil 1 haben wir noch, 2 haben wir noch auf Lager. Können wir das jetzt hier ausschalten? Dann haben wir 5. Turmeric. 1, 2, 3, 4, 5. Und muss ich hier nochmal düngen? Da muss ich noch mehr düngen. Und was brauchen wir noch? Turmeric und Poppy. 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann brauchen wir noch Verbrennungsmedizin. Verbrennung, Burn, Aloe, Elderberry und Marigold. Und dann machen wir auch 5. Was machst du da? Destroy all items. Okay, das können wir ausschalten. Okay. Die legen das da rein und dann zerstören die das. Das ist natürlich keine gute Idee. Ein Turmeric Root. Waren das jetzt die Turmerics, die da verloren gegangen sind? Möglicherweise, wahrscheinlich. Das können wir gleich nochmal checken. So, also wir brauchen jetzt 5 Aloe. 2, 3, 4, 5. Dann brauchen wir Marigold. Haben wir nochmal 5? 1, 2, 3, 4, 5. Und dann brauchen wir noch die hier. Dann machen wir gleich ein paar mehr. So. Und jetzt kann es sein, dass wir noch Turmeric brauchen.
Tja, ich denke, die Turmerics sind verloren gegangen. Das sind die, die hier eingelagert und sofort zerstört wurden. Also wollen wir nochmal 5 Turmeric. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja witzig. So, hier Beetroots in a few days. Also Dünger haben wir mehr als genug. 81 Kompost. Das ist also auf jeden Fall mehr als genug. Gut, also hier ist alles so weit im grünen Bereich. Da ist nicht viel los, aber es geht den Leuten auch gut. Jetzt schauen wir mal hier kurz noch. Ihr sammelt noch Kram ein, denke ich. Plain Rock, jawohl, das ist, und dann geht ihr hoffentlich schlafen. Und hier ist auch alles im grünen Bereich. Ihr Rotten Manure, du willst das da irgendwo hintragen. Da hinten hin, okay, gut. Wir haben hier noch Orangen. Und unser Feuer brennt jetzt. Das heißt, wir können die Mammuts grillen. Das sind 23 Raw Mammut. Dann wollen wir die natürlich auch braten. Genau. So, und dann schauen wir doch mal wieder. Da sind die Mammuts, die sind weit weg. Ich sehe jedenfalls nichts mehr. Dann schauen wir doch mal nochmal in dieses Ding. Das haben wir eh schon sträflich vernachlässigt. Wie geht's euch denn? Ja, es geht euch nicht schlecht, obwohl ihr habt immer noch ein paar Bananen. Gott sei Dank. So, wir ernten mal die Beetroots. 55 mittlerweile, das ist okay. Ah, schau mal, hier sind sogar ein paar Kürbisse gewachsen. Die können wir doch auch ernten. Und hier und Bananen ist jetzt vielleicht übertrieben, nicht, dass das am Ende schlecht wird. Und wie viel haben wir hier Poppies? 8, die wir ernten können und wieder anbauen. Dann haben wir nämlich hier auch, glaube ich, mal langsam genug geplant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann haben wir hier 4 Knoblauch. Die können wir auch ernten und wieder pflanzen. Knoblauch plant. 1, 2, 3, 4. Dann die Echinacea natürlich. 4. Und auch wieder pflanzen. 1, 2, 3, 4. Die Ginger. Eins, zwei, zwei, drei, vier. Und hier drüben haben wir noch die Turmerics. Das sind schon 6. Okay, super. Eins, zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, haben wir die Blumen jetzt alle vermehrt. Knoblauch und so weiter. Da sollten wir vielleicht noch ernten. Und ein paar anbauen wieder. Warum nennen wir nicht Apple Trees, sondern Elderberries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Und unser Getreide können wir noch mal ein bisschen vermehren. Wie schaut es da aus? 6, zack. Und anbauen. 1, 2. Drei,
4, 5, 6. So. Ich denke, dann haben wir hier erstmal alles soweit. Ihr habt wieder zu tun, ihr habt zu essen. Die Beetroots, da sollten wir jetzt düngen. Mal schauen, ob ihr das schafft. Und dann schauen wir weiter. Und was haben wir hier für ein Quest? Fired Ones. Die haben wir leider nicht zur Verfügung hier. Okay, so, also dann schauen wir doch mal in unser Lager. Pregnant, sehr gut. So, du tust noch das Feuer ein bisschen versorgen und dann gehst du schlafen. Okay. Das heißt, hier ist alles in Ordnung. Was ist mit dir? Du hast dich minor burn. Okay. Und viel Schlaf. Okay. So, dann haben wir hier. Da ist auch erstmal alles grün. Da haben wir noch die Beetroots. Wie viel sind es? 8. Die können wir ernten. 2, 4, 6, 8. Genau, 8. Das heißt, wenn wir Glück haben, haben die morgen zu essen. Die haben die morgen zu essen und wir können hier nochmal sagen, pflanzen und hier pflanzen und hier pflanzen und hier pflanzen. So, dann haben wir hier 2, 4, 5, 6, 7, 8. Gleich wieder anpflanzen. Okay. So. Und dann sagen wir doch, wenn wir hier 2 Pines haben, dann pflanzen wir doch 2 Pine Trees hier gleich. Pine Trees. Zack. Pflanzen wir die doch hier auch. Kann nicht schaden. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Holz. Wer weiß. So, hier ist auch alles okay. Auch im grünen Bereich. Keiner rot. Alle schlafen. Alle haben offensichtlich ein Bett gefunden. Hier müssen wir dann irgendwann nochmal dafür sorgen, dass wir Häuschen bauen. Jetzt ist die Frage, wie schaut es aus mit Medizin? Ist die schon produziert? Virus, 4 Engineering, 2 Burn. Okay, haben wir. Und der Rest wird hier noch nachproduziert. Und hier wird noch, ja, da ist auch alles in Ordnung. Erstmal. So, Wald ist wieder aufgeforstet. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir sind mit 4 Siedlungen jetzt ganz schön beschäftigt erstmal. In der nächsten Folge würde ich mich ganz gerne wieder auf die... oh, hier ist eine Fackel. Hier würde ich mich ganz gerne wieder auf die Straße hier konzentrieren. Dass es hier noch ein bisschen weitergeht. Da müssen wir noch ein paar Leute hinschicken. Damit hier nochmal weitergebaut wird. Und. Wir müssen natürlich hier schauen. Mit unserem Lager. Da müssen wir schauen. Hier irgendwo sind ja die Lager. Das müssen wir noch mit den Schlitten holen. Das dürfen wir nicht vergessen. Damit ich es nicht vergesse, stelle ich mich so hin, dass ich einen Schlitten anschaue. Das ist sozusagen dann das... Der Reminder, dass wir morgen hier weitermachen müssen. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr selber spielt, lasst gerne Tipps und Tricks da oder auch Fragen, wie auch immer. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim selber daddeln oder beim Zuschauen. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.